Jo Freunde, was geht ab? Ich weiß, das ist schon eine ganze Weile her, aber wir sind wieder back. Fangen heute direkt an mit einer Kratzeneinheit beim Coach Yasin im No Mercy Gym in Moers. Und dann geht's weiter. Heute Mittag gibt es dann noch eine zweite Einheit und heute Abend gibt es eine dritte Einheit. Wir haben auch einen Spezialgast heute. Er wird heute auch kommen. Maurice Abebe, viele von euch werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Er kämpft momentan bei ONE FC. Wir sollten auch mal gegeneinander kämpfen. Da waren so ein paar Dinge im Raum, damals bei NFC. Heute werden wir zusammen trainieren. Ist ein cooler Junge und ein sehr starker Mann auf jeden Fall. In dem Sinne, Freunde, bis nachher. Das ist der Bruder Yasin. Assalamu alaikum, Bruder. Kannst du direkt filmen. Auch einer meiner Ratzencoaches, Maschallah, Topmann. Sehr, sehr starker Mann. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alhamdulillah, sehr gut. Korrekt. Oh, danke. Läuft alles? Ja. Du trittst dagegen, das tut dann voll weh. Kennst du diese harten Kickbox-Pratzen? Letztes Mal hatten wir das Problem gehabt. Kennst du, ich war gestern letztes Mal so zu locker. Das war Mittwoch, glaube ich, war das. Und da hatte ich schon zwei, drei harte Einheiten. Mein ganzer Körper hat wehgetan. Da waren ja Pratzen so hart, Bruder, den Tag. Abging. Wie lange haben wir es nicht gesehen? Stimmt, ein, zwei Monate. Ja, ne? Locker, ja. Boah, krass. Ja, was ging ab? Nicht viel, wie du weißt, ich habe eine Vorbereitung, ich kämpfe bald. Mehr war jetzt viel Stress gewesen. Wir hatten alle viel zu tun, meine Brüder und ich, so mit dem Gym, mit anderen Sachen. Deshalb Verzeihung auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal, dass so lange nichts kam. Aber jetzt geht's wieder los und dann auch natürlich wieder regelmäßig. Ansonsten, was gab's, Bruder? Vorbereitung gab's, Gymöffnung. Wir werden auf jeden Fall einen Link hier einblenden, Leute. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zur Voranmeldung zu uns ins Gym. Es wird nicht so sein, dass wir alle aufnehmen werden. Es wird nur ab einer bestimmten Zahl wird dann gestoppt, sodass jetzt die Kurse so gut belegt werden können, dass man immer noch gut trainieren kann. Die Halle ist zwar sehr groß, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, dass die Leute dann entspannt in Ruhe trainieren können und nicht aufeinander gequetscht sind. Und deshalb legen wir schon Wert drauf. Deshalb, wenn ihr euch voranmelden möchtet, dann hier unten den Link direkt rein. Wir werden euch auf jeden Fall kontaktieren. Das Problem ist, weil es so viele sind momentan, es ist immer schwer. Leute, macht das bitte nur einmal, weil wenn ihr zweimal macht, macht es jetzt nicht besser. Das heißt, wenn ihr euch zweimal voranmeldet, bringt das nichts. Einmal reicht schon komplett, weil es wird danach von einem Computer aussortiert. Nach 15 Jahren Ringen zum ersten Mal in meinem Leben. Endlich mal, ne? Überleg mal, ich ring mein Leben lang nie irgendwas. Wie das aussah das aus? Mit gar nichts hier so. Einmal vor zwei Wochen. Was ich glaube beim Ringen war das. Ja. Ich habe selber gar nicht gemerkt, nach dem Training also, war das dicker. Sieht man das gut so? Man sieht das richtig. Ja? Regen, wo ich schon gesehen habe heute Morgen. Das, ja? So, oh, Iman. Das ist gut, das ist gut. Bro, ab jetzt noch so rum. Ich mach 6. Ja, das war jetzt Warm-up und ab jetzt 6 Runden noch. Ja, mit Zeit. Wie sah dein Training letzte Woche aus? Sehr hart, Bruder. Wirklich. So. Hast du verpasst. Definitiv. 5 Minuten durchgeknallt. So. Mach deinen Finger. Ha? Mach deinen Finger oder deinen. Nervt immer noch. Immer noch nicht ganz. Nach dem Kampf werde ich ihn operieren lassen neu, aber ansonsten alles gut. Du, das ist ein Profi. Du fragst mich wohl. Was soll ich denn wissen, Bruder? Ich hab das noch nie angefasst, Bruder. Jungs, wie reagiert man darauf? Ich zeig dir. Den entwaffnen. Komm, kannst du das? Komm mal, Bruder. Wenn jemand zu dir kommt, so, ne? Man sagt, ey, gib mir deine Uhr, wie bei mir in New York. Dann machst du so, Bruder. Nimm die Uhr. Sag mal. Kommt aber jemand und sagt, ich putze dich weg, heißt, du hast sowieso keine andere Wahl. So oder so, der will dich töten, machst du den hier. Schießt du? Oder der macht so und du ziehst von hinten und schießt auf. Solange jemand von euch nur etwas möchte, okay? Ist ja eh klar, weil 99% der Fälle, wenn man das hier zeigt, fallen nur macht und dann hat es eh schon erledigt. Nur wenn jemand trotzdem für die 1%, die da noch klar denken kann, ja, wenn die da von euch was möchten und euch einen klaren Kopf halten, dann gibt ihr denen das. Wenn die aber von euch nichts möchten, sondern euch einfach nur umbringen wollen, dann habt ihr sowieso keine andere Wahl. Also so oder so, ihr werdet sterben. Entweder ihr kämpft nicht für euer Leben oder ihr gebt euch eurem Schicksal und lasst euch kalt machen. Wenn jemand etwas von euch möchte, quasi einen Überfall stattfindet, Habibi, gib ihn. Kommt zurück, so oder so. Design Away nach dem Training, um die Proteinzufuhr zu decken. Wisst ihr Bescheid, Freunde? ESN Nummer 1, Code Dolotov, immer den besten Gliesischern. Danke, wann du Zeit hast. Machen wir. Was. Ich bin so stabil. Ich küsse deine Herz, Freunde.
Umgebung Mörs, wisst ihr Bescheid, No Mercy Gym, alle vorbeikommen. Herr Coach Yasin, Dankeschön. Wisst ihr Bescheid. Herzensguter Mann, ehrlich. Dankeschön, mein Bruder. Pass auf, schau, bleib gesund. Wisst ihr Bescheid, brutales Shirt bekommen. Von unserem Bruder Yasin. Deswegen auf meinen Kampf, No Mercy, Leute, wisst ihr Bescheid. Keine Gnade. So, wir gehen jetzt kurz zu mir in den Laden, Haare schneiden. Und dann geht's weiter. Also Freunde, wenn ihr in Düsseldorf seid und euer Handy reparieren möchtet, wie ich zum Beispiel, Fröhlich Repair Store, Münsterstraße 165, wisst ihr Bescheid, kommt vorbei, Freunde. Mit Code DULATOV kriegt ihr sogar 15%, richtig? Richtig. Also wisst ihr Bescheid. Und das hier ist keine Kooperation, Freunde, oder sowas. Deshalb also entspannt, tranquilo, kommt einfach rein, sag einfach meinen Namen und dann kriegt ihr 15%. Ist TikTok live, oder? Was soll ich dir sagen, Bruder? Die drehen alle durch mit dieser TikTok. Ist auch mein Favorite, Haselnut-Nougat. Check das mal ab, Freunde. Und sag mir, wie es schmeckt. Ich habe immer zwei dabei. Das sind eigentlich meine zwei Favorites. Das ist jetzt ein neuer Geschmack. Kommt bald raus. Den kennt aber noch keiner. Aber der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Ich streite mich momentan, welcher besser ist. Aber bis jetzt ist es mein Favorite. Wie heißt der neue? Der neue heißt Dark Cookie. Der kommt bald raus, Freunde. Und den checkt ihr mal auf jeden Fall ab. Wo geht's jetzt? Für eine halbe Stunde nach Miami. So, Einheit Nummer 2. Yes, let's go. Ohne Fleiß kein Preis. Wir machen Ganzkörpertraining. Bisschen für die Brust, Rücken. Arme, Schultern. Wir können über alles sprechen, wenn die Vorbereitung zu Ende ist und der Kampf zu Ende ist und gewonnen ist. Dann kann man über alles andere nochmal sprechen. Aber jetzt momentan macht es keinen Sinn. Man wird einfach zu viel verraten und die Leute schlafen nicht, die sind nicht blöd. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge umgestellt, wie du siehst. Ich habe auch ein paar Kilo auf jeden Fall zugenommen. An der Explosivität haben wir auch nicht verloren. Und deshalb haben wir Gott sei Dank alles richtig gemacht. Das ist noch ein paar Wochen aushalten. Ich bin gerade sehr, sehr hohem Niveau am Fahren schon. Ich würde sagen, schon bei knapp 90% schon. 10% kommen jetzt über die nächste Woche so. Und dann sind wir auch schon ready für den Kampf. Müssen nur noch die Form halten, dann das Gewicht machen und fertig. Sechs bis acht Gewicht noch für Shiny, Junge. Maximalgewicht 147er. Komm. Komm, 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 weiter. Kein Bock. Kein Bock. Ich geh Abbruch, Abbruch. Abbruch, Abbruch. Helfen, der bei dem kommt. Naja. So. Ganz komisch. Oder als wäre da schon zu viel Muskeln für seine Haut, Bruder. Als wäre seine Haut schon so am Strapazieren, Alter. Seine Haut kommt nicht mit. Die ist nicht so dehnbar, glaube ich. Ne? Was nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite. Apropos Maurice Obebi, war da nicht mal irgendwas im Internet mit euch beiden, dass er dich herausgefordert hat? Er sollte auf jeden Fall mal ein Kampf sein zwischen uns bei NFC damals. Aber da war damals so, er hat eine andere Organisation gehabt dann. Er war damals bei OneFC. Das wäre auf jeden Fall der krasseste Kampf gewesen, der damals so auf deutschem Boden passiert wäre, zu der Zeit. Weil das waren so zwei meistgehyptesten Kämpfer aus Deutschland, deswegen wäre schon ein knaller Kampf gewesen. Ja. Warum Kampf ist zustande? Weil er war eine andere Organisation danach, so, aber viele wollten den Kampf. Dann haben wir auch mal kurzzeitig sogar geschrieben gehabt, so ein Video gepostet gehabt, wo er meint, wo einer ihn nach mir gefragt hatte. Und dann haben wir gesagt, ist dann Dulatov, klar, gerne so. Daraufhin haben wir so geschrieben gehabt, let's go. Und dann war nochmal was gewesen, dann haben wir wieder geschrieben so. Dann sind wir irgendwann Freunde geworden so, auf Instagram miteinander geschrieben und so. War dann irgendwann nicht mehr. War nicht mehr interessant das Thema, weil ne, er war bei einer anderen Organisation, ich war woanders. Mhm. Macht doch wenig Sinn da. Aber ist cool, dann kann man sich auch so, kann Sport auch verbinden, dann trainiert man heute einfach zusammen. Komm, reicht heute noch Training? Ja, für heute, ja. Beziehungsweise. Wir haben es zeitlich ein bisschen vergeigt, haben wir schon 16.22 Uhr und in weniger als 3 Stunden haben wir schon unsere nächste Einheit. 2 von 3 sind erledigt und abgehakt. Jetzt geht's kurz nach Hause, ein bisschen entspannen und dann geht's auf zur dritten Einheit. Heute wird gerasselt und gegrappelt noch. So Freunde, jetzt bei der dritten Einheit angekommen. Gehen direkt rein, los geht's. Bist du ready? Ready. Was steht jetzt dann auf dem Plan? Bisschen im Endurance und dann schauen wir weiter. Okay. Und ganz wichtig? Ganz wichtig. Was denn? No Shoes on the Canvas. Richtig. Deswegen hast du deine? Latschen. Ringlay-Fletten dabei oder was? Aber sicher, aber guck mal, Ringlay-Fletten, Junge. Tschiu. Beste Letten, ehrlich, das sind die gemütlichsten Schuhe, ehrlich. Beste Letten. Das sind die gemütlichsten Latschen, sag ich.
Ich hab gehört, ihr habt da irgendeine Vergangenheit, du hast ihn herausgefordert und so. Er hat mich herausgefordert. Er hat dich herausgefordert. Ich hab auch schon ein Video von uns. Bei NFC war das, ne? Bei NFC war das damals, ne? Wo die so ein Video, wo die meinten so, ist das so, ja, 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 kann auch nächstes Mal und so. Ja, ja, ja. Ah, ja, genau, der hat mich gefragt. Nach dem Kampf, nachdem ich die Series gewonnen habe und so. Und dann wollten wir den Kampf machen. Aber Digga, Politik, Digga. Politik hat nicht funktioniert. Okay, okay. Egal, jetzt trainieren wir zusammen. Aber schau mal gesagt, ja. Ich meine, ich will keine Fitner machen, ne? Aber wie wäre der Kampf ausgegangen so? Weiß man nicht. Ich guck, dass man das nicht weiß, oder? Wir gehen rein, rechter, jetzt kommt der Sicherheit, Erfolg, jetzt kommt hier hoch, jetzt kommt der hier. Hier probiere ich zu kontrollieren, entweder wenn ich kann hier, wenn ich nicht kann, dann komme ich hier. Okay, dann kommt das Knie, dann hier raus. Hier. Ich jappe, jab zurück, in dem Moment, wo er schlägt. Ich ziehe dann Jab runter, Low Kick. Wie sind die Runden mit Maurice? Geil, man hat richtig Bock. Wir sind auch gleich groß, macht Spaß. Wäre ein interessanter Kampf gewesen, ne? Safe. Man sieht auch, er ist schon gut entwickelt. Wir haben zwar vorher nie trainiert miteinander, aber merkt er so, weißt du? Ja. Er hat auch nicht geschlafen in der Zeit. Viele, die damals in derselben Position waren wie wir beide, die auch so zur Zeit in dieser Kategorie gekämpft haben, haben sich bei weitem nicht so entwickelt wie wir. Willst du auch seine Gründe haben, weißt du? Wer hart arbeitet, dem belohnt das Leben, sag mal, oder? Was sagst du, wie gefällt das Training? Geil, Digga, bisschen Techniken austauschen und so. Immer gut, Bro, neue Styles, neue Leute und so. Macht immer Spaß, Bro. Neue Leute sind immer geil. Sagt jetzt gegenseitig zu eurem, also zu euch gegenseitig. Digga, gut, sehr Mann. Stark, Bruder. Ja. Starke Grips, Digga. Nein, man schwitzt ja gut, ja. Sonst Greco, bin ich nicht mehr so Greco. Ja. Wenn ich wrestle, aber Upper Body war schwierig. Musste ich shooten und so. Ist geil, Digga. Welches Land ist für welche Land am besten? Tschetschenien, Thailand, wo geht man? Also ich will auf jeden Fall sagen, so Dagestan, die Region ist auf jeden Fall sehr, sehr gut fürs Ringen. Und Grappling so auf jeden Fall. Ich denke, Thailand ist viel Striking und so auch, ne? Ja, Bro. Striking, Muay Thai ist krass. Muay Thai ist so auf jeden Fall so. Wenn ihr krasses Muay Thai wollt, dann würde ich nach Bangkok gehen. Dort gehen die wirklich krassen Kämpfer von Muay Thai gehen. Dort. Wenn ihr für MMA machen wollt, dann Phuket ist super. Aber Muay Thai ist wirklich Bangkok, Bangkok. Das ist krass, Digga. Dort wirst du geschliffen, Digga. So, Freunde, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle passt auf euch auf. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Let's go.